In munizipaler Freigebigkeit und munizipaler Ambition steht die Stadt hinter keiner griechischen Mittelstadt zurück. Zweisprachig ist sie auch jetzt noch, aber in der Weise, dass neben der auf den Münzen immer festgehaltenen griechischen Sprache hier an der Grenze der beiden Reichssprachengebiete auch die lateinische vielfach selbst auf öffentlichen Denkmälern angewendet wird. Jenseits der Reichsgrenze zwischen der Donaumündung und der Krim hatte der griechische Kaufmann die Küste wenig besiedelt. Es gab hier nur zwei namhafte griechische Städte, beide von Miletos aus in ferner Zeit gegründet. Tyra an der Mündung des gleichnamigen Flusses, des heutigen Dniester, und Olbia an dem Busen, in welchen der Borysthenes Dnieper und der Hypanis Bug fallen. Die verlorene Stellung dieser Hellenen, unter denen sie umdrängenden Barbaren in der Diadochenzeit sowohl wie während der Vorherrschaft der Römischen Republik, ist früher geschildert worden. Die Kaiser brachten Hilfe. Im Jahr 56, also in dem musterhaften Anfang der neronischen Regierung, ist Tyra zur Provinz Mösien gezogen worden. Von dem entfernteren Olbia besitzen wir eine Schilderung aus trajanischer Zeit. Die Stadt blutete noch aus ihren alten Wunden, die elenden Mauern umschlossen gleich elende Häuser und das damals bewohnte Quartier füllte einen kleinen Teil des alten ansehnlichen Stadtringes, von dem einzelne übrig gebliebene Türme weit hinaus auf dem wüsten Felde standen. In den Tempeln gab es kein Götterbild, das nicht die Spuren der Barbarenfäuste trug. Die Bewohner hatten ihr Hellenentum nicht vergessen, aber sie trugen und schlugen sich nach Art der Skythen, mit denen sie täglich im Gefecht lagen. Ebenso oft wie mit griechischen nennen sie sich mit skythischen Namen, das heißt mit denen der den Iraniern verwandten sarmatischen Stämme. Ja, im Königshause selbst ward Sauromates ein gewöhnlicher Name.